Moin zusammen, willkommen zu meinem zweiten Grillvideo. Wir bereiten heute Sparrows vor für morgen und dazu war ich heute wieder in Rostock beim Fleischer meines Vertrauens und habe schöne Sparrows geholt. Guck mal hier, schöne Fleischauflage, ja. Schön marmoriert, einwandfrei. Wir machen heute zwei Sachen. Wir nehmen einmal einen Rub, Magic Dust, kennt ihr alle, könnt ihr googeln, gibt es verschiedene Hersteller. Und wir machen so die alte Variante, wie ich sie früher mal gemacht habe, Zwiebel, Bier und Senfmarinade. Marinieren das Ganze ein und morgen geht's ans Grillen. Als allererstes legen wir los, Silberhaut entfernen. Kennt ihr alle, alle schon mal gesehen? Ich mache es trotzdem mal vor, ich hoffe, ich schneide mir nicht in die Hände. Beziehungsweise, wir nehmen einen kleinen Löffel und dann gucken wir mal hier drunter, irgendwie muss das gehen. Das liegt bestimmt an den hellen Handschuhen. Das liegt an den hellen Handschuhen. Entschuldigung, Kathleen, es gab noch keine dunklen. Wer mich kennt, Kathleen ist mein größter Kritiker. So, jetzt gehen wir mal hier drunter. Seht ihr? Ach, weil wer das mitessen will, braucht ein gutes Gebiss. Und einige haben das ja auch nicht mehr. Holla, die Walze. So. Ne, das braucht man nicht mehr. Geht weg. So. Das gleiche machen wir natürlich auch mit dem zweiten Strang. So, beide Silberhäute sind entfernt. Jetzt machen wir eins, wir werden erstmal den Strang teilen, da reinlegen, einrubben. Ne? So. Gucken wir mal ungefähr, wo die Mitte ist. Das könnte hier ungefähr sein. Das schneidest du raus, ne? Also mach weiter. Und jetzt kommt der Vorteil vom Rubben. Ich muss auch gestehen, für mich das allererste Mal, dass ich Fleisch einrubbe. Man hat quasi eine geringe Vorbereitungszeit. Man streicht es hier so einmal drüber. Man kann das liegen lassen, muss man aber nicht. Da habe ich mich ein bisschen belesen. Also man kann das tatsächlich auch ein paar Stunden einmarinieren. Immer ein bisschen großzügiger sein. Ja, so. Hier unten die Enden nochmal und dann ist der Kamerad quasi schon fertig. So. Ja, riecht man richtig Paprikapulver raus. Den Zucker riecht man aber auch raus. So. Da machen wir gleich einen Deckel drauf, geben das in den Kühlschrank zu für 8 bis 10 Stunden, um es dann morgen mit euch gemeinsam grillen zu können. Und jetzt kommt meine altbewährte Methode. Erstmal gucken wir nochmal hier. So, das werde ich jetzt auch nochmal halbieren. Ah, Kotelett drin. So, was brauchen wir? Wir brauchen erst einmal Zwiebeln. So, wie die geschnitten ist, spielt keine Rolle. So, wie ihr das mögt, einfach. Unterschneiden. Zack, zack. All die Zwiebel zeige ich euch am Morgen. Können wir weiter verwerten morgen. Ne? So. Rein damit. Und ab dafür. So, dann brauchen wir erst das Bier. Da muss eine ordentliche Ladung Bier rein. Das Problem ist, ich muss einmal probieren. Prost. Hey, das ist für die Marinade. Oh, Entschuldigung, warte mal. Einen kleinen Schluck habe ich noch. Ja, ist es denn gut? Sehr gut. Gute polnische Wertarbeit. Und hier einfach frei Schnauze, rein damit. So. Bleibt sogar noch ein bisschen was für mich übrig. Und jetzt nehmen wir noch einen großen Löffel voll Senf. So. Und jetzt tun wir das einmal rund. Das ist so die eine alte Schweinenacken-Steak-Kultur aus der ehemaligen DDR. Schön auflösen das Ganze. Gewinnt keinen Schönheitspreis. Auch soll nicht schön sein, sondern schmeckt. Peile das hier rein. Salz und Pfeffer machen wir morgen. Weil ich will nicht, dass das Salz zu doll
den Saft hier entzieht. Ne? Bei dem Rub weiß ich es noch nicht so richtig, weil da ist ja auch Salz drin. Na, ich lasse mich mal überraschen. So. Ein bisschen Knoblauch noch rein. Ja, wie ihr sehen könnt, sind die Rippchen, Spare Ribs nun einmariniert. Und ich werde jetzt noch eine kleine Marinade für morgen vorbereiten, die dann ausschließlich für diese benutzt werden. Ne? Und dazu habe ich so um die 50 Gramm Honig. Ich habe hier, naja, ich hoffe, es werden auch noch 50 Gramm Senf. So, dann brauchen wir ein bisschen Öl, ne, so 1 bis 2 Esslöffel. Eins, das sollten 2 Esslöffel sein, denke ich mal. Naja, komm. Wollen wir mal nicht so geizen, ne? So, jetzt verrühren wir das Ganze. So. Machen wir dann noch ein bisschen Salz dran, ein wenig Pfeffer, das sieht man gleich, ne? Das ist eine schöne Konsistenz, könnte vielleicht noch ein bisschen dicker sein, vielleicht machen wir noch ein bisschen Honig dazu, Frauchen, was meinst du? Oder? Ja, Honig ist immer gut. Honig ist immer gut. So, morgen zeige ich euch dann, wie wir mit den Rippchen weiterverfahren. Vermutlicherweise werden wir erst smoken, dünsten und dann nochmal ein bisschen glasieren. Lasst euch überraschen, ich zähle auf euch.